Right, cooking time. First I need to light the stove. Also wirklich, mit den Schuhen ins Bett. Ich glaub's ja nicht. Wir sprechen einmal mit ihm. Lafayette, du wirst es vielleicht nicht glauben, aber ich kann tun, was immer ich mir vorgenommen habe. Haha, ist ja schon gut. Na klar kannst du das. So. Falls ihr dieses Dim-Dim-Dim jetzt auch gehört habt, das war mein Computer. Genau. Das zeigt uns an, dass wir jetzt nicht rausgehen können, denn wir müssen im Kamin Feuer machen. Vorher nehmen wir uns hier einmal eine hübsche Muschelschale. Und ja, ich muss sagen, ich finde es echt schön. It's so easy to light Arthur's firewood. I wonder what his trick is. Velvet? Could you not put any spinach in the stew? Huh. You'll never grow up if you're picky with your food, you know. I know. But just for today? Fine. I'll leave out the spinach just this once. And I'll make it that curry flavor you like. Really? Thanks, Velvet! There's some of Arthur's special curry spice upstairs, isn't there? Ich liebe einfach diese Geschwisterbeziehung zwischen den beiden. Die ist so schön. Ach ja. Kartoffeln. So sollte das sein bei Geschwistern. Ach ja, there you go. Not spicy hot, but oh so delicious. Oh yeah, I saw Nico today, and she had very important things to talk about. She's coming over in the next couple days, so be on your best behavior. I will. I'm glad you've got a good friend. Yeah, we've known each other since forever. Still, Nico falling in love? I can barely wrap my head around it. Laffy, you know, if there's a girl you like, you'll tell Big Sister all about it, right? A girl? You're a stubborn little brat, so you might need an older girl to keep you under control. Oh, and she's gotta be a good cook. A pro in the kitchen is a success at life. Knock it off, Velvet! You should be more worried about your own love life. Me? I've got enough on my mind. For one thing, I've got to cook for you and Arthur since Celica is gone. Besides, getting crushes on strange men? I just don't see what's so... Luffy, what's wrong? Besorgter Schwestermord aktiviert. Springen wir einfach mal runter, brechen uns die Beine... und schau nach unserem Bruder. Are you all right? I'll bring you some water. I'm fine. You just said something funny is all. And it made me choke a bit. As long as you're okay. Sorry, I went off on a tangent there. Who knows what the future holds? Yeah, but what more can I do? I've got a duty to look after my little brother, and I'm serious about it. I know, but I'm trying to look after you too. I want you to be happy. That's all. And it's not just me. Arthur worries about you too. Well, we're family, right? Yeah. That's what families do. Thanks, Laffy. For you, I'd kill every last prickle boar in the forest if it came down to it. Oh, what am I doing? I need to hurry and get dinner ready. Wir sprechen trotzdem noch mal mit dir. Ich kann es kaum erwarten. Eine schöne Schüssel mit spinatfreiem Curry-Eintopf. Aber Spinat ist so lecker. So, wir müssen hier hin. Und, Ceres ist eine Malak, beziehungsweise Malakim. Und Malakim sind, ja, nochmal eine andere Lebensform. Also kein Alien oder so, aber halt, ja, nochmal was neben Tieren und Menschen und dergleichen. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Und wie wir erfahren haben, kann nicht jeder diese Malakim sehen. Velvet zum Beispiel kann es nicht, aber ihr Bruder Lafayette. Und die Personen, die das sehen können, das sind oder sind meistens Exorzisten, wie beispielsweise Arthur. Und ja, was es mit dem Malakim alles noch so auf sich hat, erfährt man im Laufe der Geschichte und auch zum Teil die Ursprünge und die Hintergründe und alles auch in Tales of Zestiria. Und wir kümmern uns jetzt mal weiter um das Essen.
good boy. You didn't forget your medicine. Well, I did promise. Tomorrow's a scarlet night. Yeah, just like that night that changed our lives. Velvet, may I sleep next to you tonight? Of course. Okay, let's see. Today, I've got to dry some meat and use that cheese I've been saving to make a quiche for... Luffy? You little... Where have you gone? You better not have gone to the village alone. I bet your fever hasn't even gone down. Ist es dir nicht aufgefallen? Ich meine, ich habe doch nebeneinander geschlafen. Aber gut. Und ich muss sagen, wenn Lovesett diese Zeichen hier von diesem Kompass gemacht hat, dann Hut ab. Sowas kann ich noch nicht mehr machen. Und ich übe schon seit ein paar Jahren. So, jetzt erstmal das Haus verlassen. Umsehen, ob wir hier was mitnehmen können. Man weiß ja nie, wozu man es braucht. Und ja. Ich bin gespannt, wie ihr das Spiel findet bisher. Ich meine, wir sind ja noch am Anfang. Tutorial und alles wird uns hier über den Haufen geworfen. Und ja, wir müssen jetzt erstmal nach unserem Bruder Lovesett suchen, der scheinbar abgehauen ist, ausgerissen ist, ohne uns Bescheid zu sagen. So, hier ist er schon mal nicht. Nein. Da oben auch nicht. Und der Hund ist so süß. Und ich muss sagen, ich mag das Design dieses Charakters. Zumindest die Kleidung, soweit ich sie beurteilen kann. Noch ein süßer Hund. Hier wird gearbeitet. Hey, has Lovesett been here? No, I haven't seen him. Wait, that's one of Arthur's. Actually, it's a copy that Lovesett made. A smart merchant would pay a pretty penny for this book. I gave him a fair trade. Luffy. Did he really copy all that by hand? Oh, he must have done it to buy that compass. No, though he gave it some puppy eyes. Told him I'd throw it in for free, but he said that it would be a bad deal for me. He's a good lad, but not the merchant type. So, what did he use the money for? I'm afraid my lips are sealed. You'll have to ask him. Velvet, I saw Lovesett walking around. Is he okay? He's not okay. Where'd you see him? He was headed for the forest. I'll help you look for him. Thanks. Do a sweep of the village, just in case. I'll check the forest. Na dann, laufen wir mal los. Und das ist ein Jack, oder? Ja, sieht danach aus. I know. He might have gone to the cape to pick flowers. So, jetzt haben wir hier ja wieder diese drei Ausrufezeichen. Also einmal sie ansprechen. Und im Übrigen, wer vorhin aufgepasst hat und hier hingeschaut hat, der weiß eventuell schon, was unser Bruder denn geholt hat. Denn es liegt nicht mehr hier. So, und wir sprechen noch einmal mit Nico. I was going to have them join the search, but they won't move at all.
It's like they're scared of something. Oh, die sind so süß. Und naja, vielleicht wissen sie, dass etwas Schlimmes passieren wird oder dass was passieren wird. Ich meine, Tiere und insbesondere Hunden wird ja auch nachgesagt, dass sie so etwas spüren. Ne? Bei Naturkatastrophen und dergleichen. Und dann wollen sie sich nicht bewegen, wollen nicht bei einem bestimmten Wetter raus oder und haben damit ihrem Herrchen auch schon mal das Leben gerettet. Oder natürlich ihrem Frauchen. Oh, was soll ich bloß mit euch beiden machen? Ach, ich gehe zum Dorf. Verret, du überprüfst die Wälder. Du bist eigentlich schon im Dorf, meine Liebe. So, Ruhewald. Genau. Ui, Viertel nach elf schon. Uiuiui, naja. Ein bisschen aufnehmen kann ich noch. Und ihr seid alle so klein, kann das sein? Haben wir auch Absätze an? Ja, aber nicht so hohe, dass das das erklären könnte. Egal. Have you seen Lafayette? Nope. Can't say that I have. All right. Let me know the second you see him. Got it. Is he in bad shape? Well, he refuses to stay in bed. He needs his rest, but he's always walking around or reading outside. I can't say I'm surprised. He's always been a curious lad. He likes reading difficult books. When I saw him the other day, he told me all about the latest navigation techniques and exotic farming methods, too. Only one kid in a million is as smart as he is. You're exaggerating. Well, maybe not. It's a shame. If he could go to school in the capital, I'm sure he'd make a name for himself as a scholar. The capital? Isn't that days and days by ship from Taliesin? No way. Not happening. Even if he gets better, I could never let him go that far away all by himself. He can handle it. He's actually a very responsible boy. I don't think you need to worry. I couldn't handle it. I would worry. And be lonely. Ja, aber wenn es Lafayette möchte, dann wirst du da, glaube ich, dieses Opfer bringen müssen, meine liebe Velvet. So, wir sprechen noch einmal mit dem fröhlichen alten Mann. Fröhlicher alter Mann. Ich habe mich gerade daran erinnert, dass Lafayette mich nach der scharlachroten Nacht gefragt hat. Die scharlachrote Nacht ist eine besondere rote Mondfinsternis. Heute findet die erste scharlachrote Nacht seit der Dämmerung statt. Okay. Und im Übrigen, wenn ihr irgendwie hört, dass ich was trinke, dann nehmt es mir nicht übel, aber ich bin nicht so ganz auf der Höhe gesundheitlich. Ich habe es in einem Video zu Darksiders, also in der Aufnahme, schon einmal angesprochen. Ich kränkel so ein bisschen vor mich hin. Ein bisschen Schnupfen und ein bisschen Hals. Nichts allzu Wildes, aber ich trinke da dann doch lieber etwas mehr. Dann ist es auch leichter zu sprechen. Und jetzt hören wir mal an, was dieser Jugendliche zu sagen hat. Hey Velvet, did you hear the news? Tonight is going to be another Scarlet Night. I remember the moon turned red 7 years ago. But what is it anyway? It's a red lunar eclipse. It happens every several years or so. Apparently, you can predict the next one by watching the movements of the stars. According to legend, a crimson moon is a gate that connects our world to the next. It's also said to be proof of humanity's sins. You sure know a lot about it. Lafayette taught me, just a few minutes ago. You saw Luffy? Where'd he go? Actually, I don't know. Sorry. So, und was genau macht diese ältere Frau hier mit den Händen? Was kannst du denn noch so sagen, wenn wir schon mal dabei sind? Ich bin leider keine große Hilfe. Ich werde Lafayette suchen gehen. Er ist ein stiller Junge, aber auch recht eigenständig, nicht? Joa. Aber gut, er wird ja auch sehr überfürsorglich von seiner Schwester behandelt. Ist auch nicht immer unbedingt so gut. Ich meine, Vorsicht ist besser als Nachsicht, natürlich, aber man sollte die Kinder auch seine eigenen Erfahrungen machen lassen und ihnen Gelegenheiten geben, sich auszutoben. Ja, aber ich glaube, da spricht auch eher die Erzieherin hier. Wollte doch ausweichen. Yeah!
Geht doch. So, einmal hier rum. Luffy! Velvet, can you walk? How's your fever? I'm fine. I was just taking a break. Oh, you little... You know better than this, Luffy said. Running off without telling me. What if something happened to you? You wouldn't be the only one hurt. Do you understand that? I'm sorry. If you want to do something, just ask. I know I'm a crummy big sister, and I can't afford to buy you all the things you want. No, that's not why I went out. You see, it was just... I get it. You're right. I forgot the flowers for the graves. Yeah, so I was going out to the Cape, and I thought... You want to see the ocean too, don't you? Well, yeah, that too. Fine. Just for today, though. Are you sure? I am. But next time you run off like that, I'm strapping you to your bed. Yes, ma'am. Good. It's off to the Cape then. Hooray! Jo, eine Erinnerung an Prinzessias. Remember how we went out together to pick Prinzessias on the morning of Celica's funeral? Yeah. I was only four, but I remember. We couldn't find any in the village or at the Cape. Right. Because the demons had made a mess of them. And then you suddenly started climbing down the edge of the cliff. You ran over and grabbed me. You had the scariest look on your face. Of course I did. Do you have any idea what I'd do if I lost you too? You'd still have Arthur. He'd help you. He'll help the world. He's quite the guy. That's probably true. But I'd still miss you like you wouldn't believe. I know. I'm sorry, sis. But down the cliff from where you were, a lone pair of Prinzessia were blooming. I remember. A gentle breeze came in. And it smelled like Celica. That's right. That's why I believe those flowers were a message from her. Do you know what Prinzessia flowers signify? An irreplaceable treasure. And wishes for good health for many years to come. Right. And that sums up my feelings nicely, Luffy. Yeah. Me too, sis. Hmm. So süß. Hallo. Right, here goes! Auch noch down, sehr schön. Is that all? Und einmal Apfelboy. How about I make you some Applebu when we get home, Luffy? Applebu? What's that? Grated apples. Whenever I caught a cold when I was little, Celica would make it for me. It's sweet and tart and juicy and crisp. Eating it always made me feel better. Well, apples are good for you. But what does the boo mean? When I was a baby, I would always say boo-boo when I wanted to eat an apple. So that's where the name comes from. Wait, you called apples boo-boo? You must have been a strange baby. You used to do the same thing. When Celica and I heard you, we laughed so hard. Boo! Wie süß. Und ich kenne Boo-boo eigentlich nur von Schlafen machen. Aber gut. Abgesehen. Boo. Komm, greif an. Geht doch. Is that all? So, das nächste Schweinchen. Ja, der ist auch gut, sehr schön. Is that all? Da entlang, genau. Hoppala. So, das ignorieren wir jetzt einmal. Sonst kommen wir hier nämlich gar nicht mehr voran. Herzfragment nehmen wir mit. Wir speichern noch einmal. Genau hier. Hm, genau. Hoppala. Speicherdaten wurden überschrieben. Und weiter geht's.
Look at all these. This place never changes, does it? It does too change. The seasons, the wind, the weather. Change one and the sea's totally different. And the same goes for what lies across the sea. Across the sea? Sometimes I just don't know what you're talking about. Hey, Velvet. Thank you for taking me out here today. You don't need to thank me. Hey, Luffy. Do you know why it is that birds fly? Well, if they didn't, they couldn't catch food. Or escape from predators. Thought so. But you know, I think there's more to it than that. A bird that's born with wings has to... Uh-oh. A demon! Lafayette, run! No matter how much it hurts, run! Velvet! Don't be scared. You can do it. You're going to be strong, like Arthur. No, you can't! Go! Why is a demon here? Ein Blutwolf. Fairy Art. Level 4, KP 1415. Schwäche, Widerstand, sehr anfällig für Werfen. Ah, das ist verboten, glaube ich. Schwach. Don't let your feelings get in the way, or that thing will kill you too. Please, go! Und wir sehen, wir sind viel zu schwach, um hier etwas auszurichten. Und flüchten können wir auch nicht. Denn der Rand ist rot. It's just like Arthur said. I have to do this! Stop! Face me, demon! Okay. Velvet. I get home. Velvet! Luffy, you're all right. Sorry, it's all my fault. No, if you weren't there, there's no telling what might have happened to me. Your old one broke, right? You've got beautiful hair. It would be a waste if you didn't take care of it. I'll make a new world. A world where my sister can be happy. Wo auch immer das jetzt herkam. So vollkommen out of place, out of nowhere. Uh-oh. Was ist los? Scarlet Knight? What's going on? Was it all a dream? No, it wasn't! Velvet, wieso ist das jetzt eine Überraschung für dich? Wir haben doch mit den anderen geredet und boah, sieht das krass aus.
Ich muss sagen, auch mit der Musik, dass es jetzt so bedrohlich ist, finde ich sehr klasse. Ach du Scheiße. Okay. What's happening? Lauf, Velvet. Luffy, where are you? Die Werwölfe sind hinter uns her. Ach du Scheiße, was ist denn jetzt los? Wo ist Arthur? Wo ist unser Bruder? What on earth is going on? This is no time to be scared. Oh, Hilfe. Ach du Scheiße, die Dorfbewohner. Oh, nein. Nein! Nein! Lass mich! Noch mehr! Scheiße! Holy... Oh Gott, da ist noch einer. Sogar die Hunde! Nein! Wo ist Nico? Wo ist Nico? Die Mutter! Mit ihrem Baby! Ach du Scheiße. Nicht gut. Wo ist Nico mit ihren Hunden? Mit ihren Babys, wollte ich sagen. Lauf. Die sehen uns nicht. Wir schaffen das. Hier entlang, genau. Hier entlang. Genau, so. Oh je, 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 je. Nein, wir sind schneller. Hier hoch. Gott, wir haben keine Zeit. Lass uns in Ruhe. Uiuiuiui. So, wir speichern einmal und... Boah, sieht das krass aus. Schaut euch mal diesen Mond an. So, speichern. Ruhewald. Und weiter geht's. Oh, da ist er. Okay, was geht los? Was ist los? Velvet! You. Oh, thank goodness. You kept Luffy safe, didn't you, Arthur? One more sentiment to cast off. Velvet, run! Arthur! Here, once. Was the seal to the underworld broken? And tonight, here shall be born the power to save the world. With Lockhart's life as a sacrifice. What are you saying? Let him go. This is an offering to the world. Why would you? Nothing can save him now. No! I see you will not change. Ever a slave to emotion.
feeds on demons. Arthur. Atherion. Arthur! Yandere-chan, bist du's? Und ja, es wurde schon mehrmals angeteasert, Lafayette ist tot. Dieser Tod war allerdings noch zensiert tatsächlich. Soweit ich weiß, ist er unzensiert sogar noch einmal von Arthurs Schwert durchbohrt worden. Take a look around. Scheiße. Das ist der Kaufmann, Nico. Die Dorfbewohner. Demon Blight has spread through the village. But do not fear. With my power as an exorcist, I, Artorias Colbrand, will end your pain. Why is it that birds fly? Behold my answer. Velvet. Arthur. I ask no forgiveness. The sin is mine to bear. Kampfschwierigkeit. Bei geringen Kampfschwierigkeiten greifen Gegner weniger häufig und mit weniger Kraft an, wodurch sie leichter zu besiegen sind. Aber höhere Schwierigkeitsgrade bieten Vorteile wie verbesserte Beuteobjekte von Gegnern. Außerdem können manche Effekte von Potenzien nur bei bestimmten Schwierigkeitsgraden aktiviert werden. Du kannst die Kampfschwierigkeit jederzeit unter Optionen im Systemmenü ändern. So did my world come to an end. And for 3 long years, I sat in that pit of darkness and fed. Devouring demons. So I could live. So I could live long enough to kill him and be my brother's vengeance. Ja, alles sehr, sehr heiter hier.
Where is he? First, there will be a test. It will decide if you are worth teaching. Und es bedeutet auch, wir bekommen ein neues Kampftutorial. Mit L, B und L kannst du dich schnell zum Ziel bewegen. Oh ja, ich erinnere mich. Ich bewege mich doch, geht doch. Wenn du L benutzt und dabei mit LB abwehrst, führst du einen schnellen Schritt aus. Die Funktion schnelle Schritte verbraucht ein wenig SG, um in die mit L angezeigte Richtung zu sprinten und kann sogar während einer Combo ausgeführt werden. Habe ich noch nie geschafft. Wenn du schnelle Schritte ausführst, bevor ein Gegner angreift, fügt der Angriff nur einen Schaden zu und du stellst etwas SG wieder her. Außerdem kann eine Seele erscheinen. Sammle sie ein, um eine Seele zu erhalten. Hoppala! I will kill you. Ready yourself. Doch, wenn wir kurz gucken. Ceres, unbekannt, Level 5. KP 1087 von 1572. Schwäche, Widerstand, Hilfe. Ja, genau. Besiegt 0. Titania, Gefängnisinsel. Jetzt wissen wir, wo wir sind. Und Arzt, flackernde Flamme, brennende Schwingen, Photonenbrand, faule Funken, Höllenfahrt und drehender Drache. Fertigkeiten. Wirkung von Lähmung reduziert um 100%. Heißt, wir können sie nicht... lähmen. Und hier hatte ich vorhin ein, also in der ersten Aufnahme, hatte ich einmal stoppen müssen und neu machen müssen. Why are you holding back? You noticed. Well done. You pass. Of course. His Moloch would never be so weak as that. I am his Moloch no longer. First, let me tell you what has transpired these past 3 years. There are exorcists now throughout the land, challenging the reign of demons with the help of... Tell me. Tell me where Artorias is. You may find him in the capital city of Logris in Midgand. You won't stop to listen. I can tell you what it was you saw that night. That night, the ritual he performed shifted the very course of the world. A host of Malachim descended, and with their strength, the emergent exorcists quelled the demon tide. Now, he serves as leader of the Exorcist's Abbey, an institution that enjoys the unconditional faith of the kingdom and public. A shield to guard the people and a sword against demons, Artorias Colbrand, the world's savior. With power stolen by sacrificing Lafayette. Indeed. But his power is not yet absolute. The man can still be killed. Why are you doing this? Make a successful escape from this place, and I'll explain. Escape? So that's your game. Fine. I don't care what the world thinks of me. What matters is my vengeance against Artorias. That's all. I have shattered your yoke. We must hurry. Erhaltene Objekte Glazid des Wunderkinds. Glazid des Wunderkinds. Ausrüstung erhält die Fähigkeit, eine zufällige Fertigkeit auszulösen, die 6 Basiswerte erhöht. Angriff beeinflusst Schaden durch Verborgene und Kriegsarts. Artangriff beeinflusst Schaden durch Verborgene und andere Nicht-Kriegsarts. Verteidigung reduziert Schaden durch Verborgene und Kriegsarts. Artverteidigung reduziert Schaden durch Verborgene und andere Nicht-Kriegsarts. Fokus betrifft SG-Regenerationsrate und Chancen, Statuseffekte zu verursachen.
Kriegsarzt, flinke Tritte, verborgener Arzt, hinterhältige Sticher. Wer wird schneller Kriegsarzt mit verborgenen Arzt zu verketten, ist eine zuverlässige Taktik. Aber die elementaren Attribute ihrer verborgenen Arzt eignen sich hervorragend zum Eröffnen von Kombos. Ja, und ich muss sagen, dieses Outfit ist mir definitiv zu knapp. Ich weiß nicht, ich bin da kein Fan von. Also weder Real Life, wenn man da so knapp bekleidet rumrennt und... ja, aber beidseitig, also sowohl bei Männlein als auch bei Weiblein, bevor jetzt hier das große Aufschreien kommt. Aber bei Männlein weißt du was, Marksplatz und keine Ahnung. Ja. Auf jeden Fall bin ich da nicht so der Fan von und ich bin schon sehr froh, wenn Velvet ihr anderes Outfit kriegt. Das ist doch besser. Musste ich mich zwar auch erst dran gewöhnen, aber inzwischen finde ich es doch sehr, sehr gut. So, und wir gehen mal weiter. You will need equipment. There are weapons in the room ahead. How convenient. Aber gut, wir nehmen hier alles mit, was wir kriegen können. Und suchen uns dann unsere Ausrüstung zusammen. Ist auch noch was? Ich lese ich jetzt nicht alles vor, das können wir später einmal machen. Und die Musik erinnert mich... Okay, einen Moment. Entschuldigung. Ich hoffe, ihr habt es jetzt nicht so laut mitbekommen. Ich habe extra das Mikrofon ein Stück weit verschoben. So, unsere Hauptmission ist hier, also gehen wir dahin und... No one raised the alarm. I can see that. Take what you need from here. Weil sie ist ja echt halb nackt hier. Na, und deswegen... Schnell umziehen! It looks like they kept prisoners' effects in here. Rope. This will be useful. Quite a blade. Know that sword. Stormhowl. What is it doing here? Well, it's too big for me. You're not taking it? It's a celebrated masterpiece. And if I can't use it, it's worthless. All right. Are you ready then? What's going on here? Arme Wache. Und ja. He's no ordinary soldier. He's an exorcist orderly. Ja, 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 ja. Von mir aus. Er wird trotzdem draufgehen. Au! Mann! Geht doch. You didn't even flinch. I already told you. I am his Moloch no longer. Is there a ship waiting? So you already know we're on an island? Yes. I've learned that this is a prison island for violent criminals, and that there are scores of demons locked away here. Demons say lots of things when they don't want you to eat them. The prison has docks at both the front and rear entrances. Our ship is on the back side. Got it. The back docks. Und ja, jetzt sehen wir auch, wie stark sich Velvets Persönlichkeit verändert hat. Ich meine, es ist kein Wunder, sie hat ihren Bruder verloren und nicht einfach nur verloren, er ist ermordet worden bei jemandem, den sie vertraut hat, bei einer Person, die sie für Familie gehalten hat. Und dass man da dann schon mal einen Knacks weg hat, ist verständlich. Ich glaube, das würde uns allen so gehen. So, wir speichern einmal. Genau, hier. 1 Stunde 39. Boah, ich glaube, letztes Mal habe ich 3 Stunden gebraucht. Heieiei. Wir haben fast Mitternacht, aber wir spielen noch eine Runde weiter. What is this thing? That's a special mass of mana. Think of them as the souls belonging to a family of Malakim.
They appeared all over after the Advent 3 years ago. Another after effect of the Advent. If you collect enough of them, you might be able to solicit the cooperation of a Moloch family. And I'm supposed to take your word for it? I'm not forcing you to do anything. Whether you collect them or not is up to you. I might as well pick them up. I'll use every tool at my disposal. Indeed. You'll have to if you want your revenge. Ja, so kann man's auch sehen. Und ja, da hinten kommen wir nicht durch, also gehen wir hier weiter. Ne, und ja, sie ist halt jetzt nicht mehr das süße, zurückhaltende, fürsorgliche 16-jährige Mädchen, sondern sie sind auf Rache, sie ist kein Mensch mehr, sie ist ein Dämon, ein Therion. Guards coming. Two of them. This way. Did you hear? The path around the island is off limits now. They say the ground's weak and could collapse. The path that goes under the watchtower? That's all right. Nobody uses it anyway. True, but it was a nice shortcut to the docks. A shortcut to the docks? Under the watchtower. A number of guards have gone missing. It would seem we have intruders on the island. All exorcists break into two groups and converge at the front and rear gates. Understood. No one will get past us. Stay sharp. The threat could be serious. Yes, sir. This isn't going to be easy. Then we'll need reinforcements of our own. Where are the cells? They should be on this floor. You plan on involving the other prisoners? I'll use any tool I have at my disposal. Zumindest meine ich, dass ich da zuletzt 3 Stunden für gebraucht habe. Und jetzt müssen wir hier entlang. Okay. Und ich weiß nicht wieso, aber so ein bisschen erinnert Velvet mich mit diesem Mantel und den langen Haaren und ganzen Pipapo, dem Gesein, so ein bisschen an Sephiroth. Aber nur ein ganz, ganz kleines bisschen. So, das noch aufsammeln und dann einmal hier entlang. Who in the blazes are you? Kampftutorial Nummer, keine Ahnung. RB zeigt dir Informationen über das aktuelle Ziel an. Halte RB gedrückt und benutze L, um Ziele zu wechseln. Das Wechseln zu und Angreifen von geeigneten Zielen lässt den Kampf reibungslos ablaufen. Ganz schwer jetzt. Einmal so, fertig. Du kannst RB gedrückt halten, um den Kampf anzuhalten und Informationen zum aktuellen Ziel anzuzeigen. Halte RB gedrückt, dann kannst du L neigen, um zwischen Zielen zu wechseln. Durch Antippen von RB kannst du außerdem den der Front am nächstgelegenen Gegner anvisieren. Also im Grunde, wie wir es bereits einmal gemacht haben. Uiuiui. Ha, gleichzeitig. Wenn du RB gedrückt hältst und dabei B drückst, erscheint die Buch der Monster-Information zu deinem Ziel. Hier kannst du verschiedene Werte zu deinem Gegner einsehen. Auch die Art der Ausrüstung, die sie fallen lassen, die Elemente und potenzielle Statuseffekte ihrer Angriffe sind hier ersichtlich. Was macht dieser Tiger da? Listen up! I'm opening every door to every cell. We're getting off this island. What the hell? You serious? Split
into two groups and rush the front and rear gates. Break through the gates and you'll have a ship. But aren't they guarded by exorcists? I mean, that pirate Von Eifried's the only one who's ever broken out of here. And he didn't pull it off just by himself. He was hauled out by some old exorcist named Melchior or something. Von Eifried? And Melchior? I won't force you! You want to rot in here, then rot! I'm with you. Anything's better than another day in this rat hole. Let's do it. I'm going home to my family. Me too! Yeah. Let me out, Rogues girl! Rogues like us are always I'm up for a I'm sick of the slop they feed us. Ceres. Let's go! We'll murder those exorcists! Open all the doors! That ought to draw the attention of the guards. In the meantime, we'll search for that watchtower. From there, we can follow the outer path down to the docks. So you're leaving them all to their fates? I told you. We'll use any tool I need.